willkommen auf meinem Kanal. Heute kochen wir nicht, heute backen wir nicht, heute machen wir mal so eine Art Wurst, Aufschnitt selber. Heidefrühstück, gekochtes Mett in Aspik. Das wird sehr lecker, habe ich schon mal probiert. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Wir sehen uns, viel Spaß beim Zuschauen. Mal 750 Gramm Schweinemett und 150 Gramm Rinderhack in der Schüssel und 3 klein gehackte Cornichons. Die anderen Gewürze habe ich auch schon zusammengemischt. Hier habe ich jetzt drinne 20 Gramm Pökelsalz, 3 Gramm Pfeffer, 2 Gramm Piment, 2 Gramm Korianderpulver, 2 Gramm Muskat, 5 Gramm Zwiebelpulver, 8 Gramm Senfkörner, 2 Gramm Traubenzucker, 2 Gramm Zitronensäure kommt dazu. Hier habe ich jetzt 60 Gramm Aspikpulver und 20 Gramm Kartoffelstärke kommt auch dazu. Auskratzen. Und 200 Milliliter Gurkensud. Und das Ganze wird jetzt geknetet. Die Masse hier in die Backform. Da habe ich aber unten erstmal 2 Abstalzhalter drin, weil das Aspikpulver, das läuft ja noch aus und wir wollen ja das Aspik unten haben, dass das unten drunter gibt. So eine Soße. Garantiert lecker.
Heidefrühstück. Noch nicht ganz fertig, muss noch 20 Minuten backen. Aber sieht schon sehr lecker aus, oder? Sieht man, hat sich oben schon schön das Aspik abgesetzt. Ich habe das schon mal probiert, so mit Blattgelatine, aber das wird nichts. Man muss richtiges, professionelles Aspikpulver nehmen. Dann geliert das auch. Lecker, lecker, lecker. So sieht es nach 100 Minuten Backzeit aus. Jetzt muss erstmal ein bisschen abkühlen und das Aspik fest werden. Morgen können wir dann anschneiden und mal gucken, ob es schmeckt. Heidefrühstück, gekochtes Mett in Aspik. Sehr, sehr lecker.